Moin oder was, Fotofreunde, neues Abenteuer steht an und jetzt können wir einen kleinen Quiz machen. Falls der Titel von diesem Video das noch nicht verrät, zeige ich euch mal die Sachen, die ich vorhabe mitzunehmen. So, hier fangen wir mal an. Das ist eine Insta360 X4 und die nehme ich jetzt als Zeigestab. Das ist ja Selfie-Stick. Dann haben wir hier eine Regenkombi. Dann haben wir hier eine Klemmhalterung für eine GoPro. Hier haben wir eine Powerbank, da haben wir exemplarisch für den Osmo Pocket der Schutz, den ich jetzt immer schwöre rumzutun. Der filmt mich nämlich gerade. Dazu ist dann noch ein Ulanzi-Stativ, was auch nochmal ungefähr so zusammengefahren, ja, ich sag mal, diese Größe hat. Dann haben wir verschiedene Mounts für den Selfies. Das ist übrigens der Linsenschutz an der Insta360, da habe ich wohl nicht richtig verschraubt. Den zweiten übrigens auch nicht. Soll man nämlich immer drauf machen und ich habe mir geschworen, pfleglich mit den Sachen umzugehen. Ah, jetzt ist es eingerastet. Also man muss die ein bisschen verkanten. Frag mich nur, wenn ich dadurch filme, dann sieht man ja nur meine Fortfinger da drauf. So, jetzt ist es eingerastet. Verschiedene Mounts für diesen Selfie-Stick. Ein zweites Paar Handschuhe. Das erste Paar liegt da drüben. Zwei Kaltgetränke. Das muss alles hier rein. Dann eine Halterung. Für, ich sag mal, eine Lenkradhalterung für ein Handy. Dann ist das hier auch noch, das Ding hier, so eine Art Schlüssel, um den Mount anzuziehen. Die Hover X1 mit einer Zusatzbatterie, richtig gehört, nicht mehr die Neo. Dann Kulturbeutel, das ist die Regenkombi, habe ich schon erwähnt. Noch ein zweites Paar Schuhe, Unterbuchs, ein zweites Paar Socken, eine kurze Joggingplinte und nochmal Thermopulli und eine lange Unterbuchs. So, und das muss alles in diese Tasche, die angeblich wasserdicht sein soll. Habe ich aber auch noch nie getestet. Boah, würde ich mal sagen, packen wir mal ein und das passt zu mir, es fällt wieder runter. Ich packe mal ein und dann quatschen wir weiter. Oh, hier war von der letzten Reise noch ein kleines Selfie-Stick-Moped. Tasche gepackt und hier, Pieselotten, ne? Ich will ja auch was bezahlen und abholen. Das ist auch nochmal wichtig. Und wer jetzt wissen möchte, welchen Trip ich mit dem Notgepäck mache, dranbleiben. Ich mache jetzt mal einen Schnitt und melde mich gleich wieder. Und was machst du denn hier? Das frage ich mich auch. So, Fotofreunde, Herr Padawan und ich, wir gehen auf Reise, aber auf eine Reise anderer Art. Ihr wisst ja uns noch nicht, wir machen es ja gerne spannend in diesen Formaten, was hier passiert. Ja, du musst ja sagen, also im Grunde genommen bist du ja die Wurzel dieser Reise schon wieder. Mhm. Ich habe da jetzt nur drauf aufgesattelt. Richtig. Also um mal kurz, das, was ich heute mache, bei bestem Wetter, aber da kommen wir später drauf zu sprechen, ist, glaube ich, schon seit 4 Wochen geplant, seit 5 Wochen. Ja, es kam immer irgendwas dazwischen. Der erste Kamerad, der fahren wollte, da hätte es zeitlich nicht gepasst. Dann hatte ich jemanden von euch aus der Community, der gefahren wäre. Da kam mir was Privates dazwischen, das bei mir nicht gepasst hat. Dann
hatte ich einen weiteren Fotofreund, möchte ich mal sagen. Dem ist dann sein Auto verreckt. Sondern habe ich es wieder eine Woche geschoben. Da konnte dieser Kamerad nicht, aber heute kann er. Weil wo fährst du hin, Padawan? Das ist die Zuschauer ja auch. Also ich persönlich werde meine Reise heute beenden, vermutlich in Oberstdorf. Was gibt es denn in Oberstdorf? Also wer den Padawan ein bisschen länger kennt und seinem Kanal auch aufmerksam folgt, der wird schon mal gehört haben, dass das Wort Oberstdorf schon mal öfter fällt, ne? Genau. Mach doch jetzt mal, wenn ich mal sage, du hast jetzt eine Minute Zeit, mir die Stadt Oberstdorf, das Dorf, Dorf, ist es ein Dorf, Stadt, Kleinstadt, anzupreisen. Dörf. Eine Zeit läuft. Brauche nicht viel. Wunderschöne Landschaft. Ja. Wohnmobilstellplatz ist direkt in der City, sag ich mal in Anführungszeichen. Ist das so ähnlich wie da in Hamburg an der Elbe, wo wir mal genau. waren? Also Reihe an Reihe. Super ist der. Und direkt an der Nebelhornbahn, also du kannst von da aus sämtliche Touren starten, ja. die du dir so planst, in der Berge, zumindest in der Allgäuer Hochalpen, kannst du da eigentlich immer sehr gut starten. Und deswegen fahre ich dahin, weil ich habe ja auch was vor. Ich wollte gerade sagen, der Padawan wird ja jetzt nicht einfach nur mal so, weil er ein lustiger, also ein lustiger Kerl ist er, aber der fährt ja jetzt nicht nur dahin, weil er ein lustiger Kerl ist, sondern er hat ja auch einen fotografischen Auftrag. Welcher könnte das denn sein? Was hast du vor? Also es wird eine Wanderung geben, wettertechnisch Mittwoch vermutlich. Also für die Zuschauer, wir haben jetzt ungefähr Mitte, Ende September. Ja. Und im Moment schneit es in den Alpen, aber da nicht. Das ist, ja, das ist die Frage. Also es hat auch geschneit. Ab einer Höhe von 1500 Meter, sagen wir mal, liegt Schnee. Mein perfider Plan ist, ich habe mir einen Gipfel ausgesucht, der ist 2350 Meter hoch, also kann man davon ausgehen, dass da auch Schnee liegt. Da muss ich jetzt aber einfach mal gucken, wie viel, ob das überhaupt funktioniert. Der grobe Plan ist, natürlich habe ich mir den Gipfel so ausgesucht, weil ich habe ja immer nur die Operation Murmeltiere. Und in dem Bereich sollen Murmeltiere unterwegs sein. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die bei Schnee noch aktiv sind oder ob die jetzt schon langsam in die Höhlen gehen. Winterschlaf. Und sagen, das war's, weil Ende September spätestens gehen die ja in Winterschlaf. Aber ich versuche mal. Das ist mit Steinböcken. Dann ist das nächste. Deswegen habe ich mir nochmal den Gipfel ausgesucht, der dabei ist. Da sind ab und an wohl auch mal Steinböcke. Ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach nur ein Video wird, wo es um Landschaftsfotografie geht, die ist bedeutend höher, als dass wir da irgendwelchen Wildlife-Content kriegen. Aber ich werde alles geben. Das könnte eine der viel bemühten Odysseen werden. Ja, ja. Definitiv. Wann könnt ihr? Ja. Ja, aber wie gesagt, ich gebe da nie auf. Wann können wir das denn auf deinem Kanal erwarten, das Video? Das Video, wenn es denn was wird, ja. Wird zuerst dann am 2.11. Michael Ziegern? Bei Michael Ziegern als Premiere gezeigt und dann halt normal Tag später kommt er dann auf den Kanal. Aber da hast du jetzt ja ein bisschen Produktionsdruck, ne? Da habe ich jetzt Produktionsdruck. Ja. Wenn das in der Buchse geht, ich habe aber noch eine andere Idee. Also spätestens Mittwoch, Donnerstag weiß ich, ob es geklappt hat oder nicht. Wenn es nicht geklappt hat und ich damit komplett nicht zufrieden bin, habe ich noch eine andere Idee. Oh. Die verrate ich jetzt aber nicht. Oh, komm, ein kleinen Tipp. Die wird wieder so in unseren Gefilden mehr dann sein. Ja, ist ja ein super Tipp. Ja, und das soll auch dann reichen. Jetzt ist mit los. Nein. Und ja, wie gesagt, mal gucken. Aber ich habe die Hoffnung, nein. dass das klappt. Gut, dann wisst ihr ungefähr, was der Padawan vorhat. Und dann kam uns die perfide Idee, ich muss nämlich in einen Ort, der Freudenstadt heißt, nicht Freudenberg im Sauerland, sondern Freudenstadt, um das zweirädrige Kfz in Empfang zu nehmen, was jetzt eigentlich schon 4 oder 5 Wochen auf mich wartet, ist angezahlt. Ja, jetzt könnt ihr euch fragen, Junge, kauft das Kfz doch hier in der Umgebung, ja, hätte ich auch gemacht, aber die Farbe, die ich möchte, mit der Laufleistung zu dem Preis, ist leider, und dem Baujahr, gibt es nur einmal in Deutschland und das ist in Freudenstadt. Wir reden jetzt hier über einen Yamaha-Händler, ist ein Vorführer, hat 1000 Kilometer runter, erste Inspektion gerade frisch gemacht, was mir halt, ich will nicht sagen wichtig ist, aber das ist ja halt auch wieder ein Huni, 200 Euro, die du, wenn du das dann selber machst. 200, ja. Ja, genau. Und zwar geht es, nee, das verrate ich noch nicht, worum es geht. Ich kann aber schon mal so viel sagen, unlängst habe ich ein Video über die Brixton SK8 gemacht, in dieser Kalifornien-Geschichte mit dem Longboard an der Seite, was mir optisch ja sehr gut gefallen hat, aber dieses Grad habe ich bereits schon wieder veräußert. Wir haben ungefähr 5 Stunden und irgendwas dahin. Was für ein Fahrzeug
Und wie gesagt, Insta360-Test, da muss ich mal sehen. Hier kann ich übrigens schon mal sagen, die Halterung, die Moped-Halterung von Insta, die habe ich mir gestern mal angeguckt. Da kann sich die Firma GoPro mal echt eine Scheibe von abschneiden. Das ist alles, was ich da an Halterungszubehör habe, Plastik, und das ist alles echt mal aus Metall. Mein Rucksack wiegt jetzt auch 300 Kilo, da muss ich mal sehen, wie ich das unterkriege. Ich habe jetzt so einen halb doppelten Satz frische Unterbuchs, wisst ihr alles. Ich weiß nicht, wie kalt es wird, und vor allen Dingen, das Wetter sieht nicht gut aus. Eigentlich ist der Plan, das Gefährt in Freudenstadt in Empfang zu nehmen und dann heute schön durch den Schwarzwald zu fahren, ich sag mal in den Großraum Frankfurt, da dann irgendwo unterzukommen, auf Sponti. Und da weiß ich auch nicht, ob das geht. Früher habe ich das oft mal mit dem Moped gemacht, ich bin losgefahren und dann war ich in einem Ort und habe gesagt, oh, hier ist das aber pittoresk, hier möchtest du bleiben. Und dann hat man da eine Pension gefunden, so hieß das ja früher, hat da angeschaut und gesagt, guten Tag, darf ich eine Nacht hier bleiben? Übernachtung, Frühstück, dann haben die gesagt, ja, kannst du. Meinst du, sowas gibt es heute noch oder muss man alles vorbuchen? Das gibt es noch. Gut, der Ballermann sagt, das gibt es noch. Weil Szenario 1, das Wetter reißt auf und ich mache einen schönen Roadtrip durch den Schwarzwald, durch den Nordschwarzwald, würde ich jetzt mal sagen. Und im Großraum Frankfurt suche ich mir dann eine Bleibe. Das ist Szenario 1. Wenn das Wetter mitspielt. So ganz auf gechillt, und ich habe die Drohne mit, dass ich ein bisschen B-Roll die 360 testen kann. Das ist, wie gesagt, das Szenario 1. Szenario 2 ist, da tendiere ich gerade am meisten zu, dass das passieren wird. Das regnet junge Hunde und Katzen, weil ihr wisst, bei allen Unternehmungen, die ich mache, habe ich immer richtig Glück. Nicht? Und ich sage, Regenkombi an und ich knatter durch. Nochmal 5 Stunden schön zurück im Regen. Macht natürlich auch extremst Bock. Szenario 2. Szenario 3. Teil von Szenario 2. Regnet Hunde und Katzen. Aber ich kann irgendwann nicht mehr, weil ich durchgefroren bin, weil ich nass bin. Und dann suche ich mir trotzdem eine Bleibe. Da hat man natürlich auch keinen Bock zu suchen. Dann gehe ich in so ein mieses Fernfahrerstundenhotel. Gehe einfach duschen, pennen. Und hoffe dann mal, dass morgen das Wetter aufreißt. Soweit der Plan, ob das klappt oder welcher davon aufgeht, da würde ich mal jetzt eure Einschätzung hören wollen. Was sagt ihr? 1, 2 oder 3? Oder ich frage doppelt. Wofür wehrt ihr? Was gönnt ihr mir? Und was denkt ihr, trifft ein? Was sagst du, Padawan? Ich sage, du wirst bei leichtem Regen losfahren Richtung Schwarzwald, da eine Bleibe suchen und dann morgen. Ab morgen soll er ein bisschen besser werden. Dann machst du die schöne Tour nach Hause. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Die Prognose, Padawan. Wie lange sind wir jetzt unterwegs? Was sagt dein Arsch vom langen Sitzen und was ist die mit der Wetterprognose? Das müssen wir wissen. Ja, wie lange sind wir unterwegs? 8 Uhr ungefähr los, ne? Genau. 10, 8. Was haben wir jetzt? 4,5 Stunden. Ja. Wir haben jetzt noch 15 Minuten, 55 Kilometer. Und das ist ja, glaube ich, schon Ausläufer vom Schwarzwald, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Ja. Warte, ich zeige euch mal eben, wie es hier aussieht. Also zähflüssig läuft es, ne? Aber das Wichtige, was ist das ganz Wichtige? Wie ist deine Wetterprognose? Wir haben mit mehr Regen erwartet, ehrlich gesagt, oder? Aber ich gucke jetzt auch nicht mehr. Vielleicht sollte ich das wirklich herausfordern. Ich bin auch immer noch ambivalent, wie ich dann gleich alles so angehe. Das ist also keine Wetterstimmung, wo man sagt, das wird auf jeden Fall gut gehen. Ja. Manchmal hat es unterwegs ein bisschen gefisselt. Aber auf jeden Fall nicht so, dass ich sage, ich möchte hier den ganzen Abend durch den Schwarzwald fahren und dann doch noch einen Arsch kriegen. Aber vielleicht reißt es ja gleich auf. Wir haben jetzt
14 Grad. Da hat mir die Wetter-App irgendwas von 8 Grad gestern erzählt. Da habe ich, glaube ich, minimal zu viel Klamotten mit. Ja, bleibt spannend, ne? Aber ich bin froh, dass wir jetzt gleich da sind auf diesem Abenteuertrip. Fotofreunde, ein weiteres Etappenziel ist geschafft. Herr Padawan, bester Mann, hat mich jetzt hier abgesetzt. Ja, jetzt drückt man die Daumen, dass alles gut geht. Wir haben gerade so geunkt. Kann ja immer was sein, auch bei so einem neuen Fahrzeug, ne? Padawan, ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken für einen kurzen, dass du ein Teil dieses Abenteuers bist. Ja. Ich werde jetzt mal reingehen, meine 7 Sachen packen und wir melden uns gleich vielleicht von der Tankstelle oder was, mal gucken. Also in 1 Kilometer ist Shell. Wo denn? Fotofreunde, da ist er, das neue Schmuckstück in meinem Stall, 300er X-Max Yamaha, ich wollte genau die Farbe haben, so ein bisschen an die R1 angelegt, mattschwarz mit blauen Felgen, 1000 Kilometer gelaufen, ich habe gerade abgemückt, ich darf jetzt auf dem Händlerkennzeichen überführen, ja, wie geht's jetzt weiter? Wir haben hier 10 Grad, 9 Grad, das ist schruppig, es fisselt immer ab und zu, ja. Es sieht auch in den nächsten Stunden nicht besser aus. Ich werde jetzt einfach mal Richtung Pforzheim, da sind wir, glaube ich, abgefahren, zurückfahren. Es gibt noch eine andere Strecke Richtung Rastatt, die ist schöner, sagte gerade der Verkäufer. Aber da ist ein Unfall, habe ich gerade gesehen. Aber bevor ich jetzt starten kann, muss ich umpacken. Meine Tasche ist ganz schön schwer. Ich will jetzt viel in den Stauraum packen, dass ich weniger auf dem Buckel habe. Aber ganz wichtig ist, damit ihr jetzt auch ein bisschen Roadtrip-Feeling bekommt, die Insta verbauen. Da weiß ich noch nicht so genau, wie ich das anstelle, aber... Ich bin guter Dinge. Soweit hat der Verbau ganz gut geklappt. Ich zeige euch das mal. Insta 360 habe ich jetzt hier an dem Griff gemacht. Da muss man mal gucken, wie stark die hier rummeandert oder nicht. Ja, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen fester hier anziehen. Aber das kriegen wir alles hin. Ist ja 360 Grad, ne? So. Wie hoch ich den ausfahre, muss ich einfach mal gucken. Sind wir flexibel. So, wichtig ist Handy für Navigation. Ja, weil am Lenker kannst du ja beim Handy nichts, beim Roller nichts anbauen. Er ist mir jetzt ein bisschen zu nah und ich würde den auch noch ein bisschen anders bauen. Aber das ist jetzt einfach nur mal, dass ich weiß, ne, wie ich nach Hause komme. Strom wäre hier drin, aber da ist nur 12 Volt und ich habe keinen 12 Adapter mit, keinen 12 Volt Adapter mit. Ja, das ist die Ausgangssituation. Ich könnte möglicherweise auch hier hinten das Ding dran bauen, aber da weiß ich nicht. Daher bin ich erstmal schissig, nicht, dass mir das auf der Bahn runterfällt. Ja, ich habe jetzt auch so einsame Landstraßen gehofft, aber das ist nur eine Hauptstraße jetzt hier. Naja, mal gucken, vielleicht kann ich für euch noch ein bisschen B-Roll nehmen. Drehen und gleich, wenn ich dann entscheide, ob ich irgendwo einkehre oder ob ich weiterfahre, da melde ich mich nochmal wieder. Und jeder, der wissen will, wo ich bin, in diesem Format machen wir ja auch einen Bildungskanal. Hier, Fischerhütte bin ich nämlich. Jawohl. Ich bin hier von hier gekommen. Fischerhütte. Zack. Und jetzt wird die Straße weiter hochgehen über Heselbach und so weiter und so fort. Noch keinen Meter gemacht und es geht mit den Feld schon wieder los. Ich wollte jetzt hier ein paar
Follow-Me-Aufnahme mit der Hover machen? Habe ich auch. Der Hinweg von da nach da, wo das Moped jetzt steht, hat gut geklappt. Ja, jetzt ist die Drohne weg. Ich gehe jetzt schon seit einer Stunde hier auf und ab. Versuche die immer mit dem Handy zu orten. Keine Chance. Ihr seht ja selber, wie es hier links und rechts vom Weg aussieht. Ja, eine Hover weniger, ne? Was eine Scheiße, ey. Hoffentlich kriege ich die Hover X1 Pro zum Reviewen. Ich verstehe aber auch nicht, wenn die mich verliert, dann geht die doch eigentlich immer runter. Ich habe jetzt echt, ich bin jetzt dreimal hier die Strecke von da vorne bis hierhin abgegangen. Ich glaube, ich werde mich davon verabschieden müssen. Bis noch keinen Meter gekommen. Natürlich fängt es jetzt auch an zu regnen so leicht. Also es läuft eigentlich alles wieder richtig gut. Ich ärgere mich, ja, worüber? Über mich selber? Nee. Eigentlich kann die Drohne das. Eigentlich. So, jetzt mal hier aus der Sicht, da vorne, ich glaube, das sieht man ganz gut, da wird es Regen geben. Also, was macht der Onkel jetzt? Ja, Regenkombi anziehen, da hatte ich ja keinen Bock drauf, bin noch nicht mal auf der Autobahn. Ja, ist wie es ist. Aber erster Eindruck hier zu dem, zu der Insta 360, das gefällt mir gut, muss ich sagen, weil... Also die Halterungen, die sind mal echt, die funktionieren gut. Ich habe jetzt mal 5,7 und 8 gefilmt. Muss ich mal gucken, wie das naja im Rechner aussieht. Aber ich habe hier ein bisschen Schiss, da wo sie jetzt angebracht ist, kann ich euch nicht zeigen, weil die Software das ja rausrechnet. Aber eine Hoffnung. Ja, ich sag mal, ist so ein Trip nach meinem Geschmack, ne? Die Hover ist weg, kann man sagen, ja, die hast du als Videostempel gekriegt, aber die fehlt mir halt auch, ne? Und ist ja jetzt nicht so, dass man das nicht steuerlich denken und so ist es schon, ne? Naja, ich hoffe mal, dass bald die meine Fresse, das ist ja wieder genau was für mich. Ich hoffe mal, dass bald die der Nachfolger am Start ist und ich die als Testmuster bekomme.
Aber Stand jetzt, keine Ahnung. So, der Regen wird mehr. Ich werde mal gucken, wie das mit dem Handy macht, mit der Navigation. Boah, ist das immer eklig, hier reinzukommen. Ne? Ja, da bin ich drin. War genau die richtige Entscheidung. Ich glaube, man sieht jetzt, was das Trippeln hier anfängt. Wollen wir hoffen, dass der Rucksack auch das hält, was er verspricht. So, muss mal das Handy hier rausnehmen, weil sonst habe ich nachher zwei. Ist komplett nass. Das muss man ja jetzt auch nicht abziehen. Ne? Jetzt sehe ich doch gerade eine kleine, naja, nicht so schöne Sache. Das Fach hier, das hält nicht richtig zu. Ein bisschen verbogen, aber egal. Das soll die gute Laune bei diesem hervorragenden Regenwetter im Schwarzwald nicht trüben. Weil ich habe so viele Überlegungen gehabt, die ich gar nicht tun wollen, was wir heute drehen. So, brauche ich jetzt auch nicht mehr drüber nachdenken. Drohne weg. Thank you.
was ist denn aus deiner romantischen Vorstellung geworden? Schön mit dem neuen, mächtigen Kraftfahrzeug. Es ist übrigens, was jetzt nicht mehr ganz so sauber ist, in den Sonnenuntergang zu reiten, ja, Fotofreunde. Jetzt stehe ich jetzt hier auf dem Hinterhof von der Shell-Tanke. Schön an den Abfallcontainern in meiner Regenkombi, wo übrigens der Reißverschluss kaputt ist. Hab jetzt gerade getankt, 220 Kilometer abgerissen. Ja, ich habe mich entschieden, nach Hause zu fahren. Die Drohne weg ist, das hat die Laune schon extremst weggebeamt, die gute. Und naja, jetzt kommt halt nur hinzu, dass ich so gar nicht so richtig navigieren kann, weil das Handy immer nass wird. Jetzt gerade, also ich bin echt 220 Kilometer im Regen gegurkt. Handschuhe trockne ich jetzt auf dem Auspuff so ein bisschen, also dass die wieder warm werden. Ich ist nicht kalt, wir haben 16 Grad. Ach, guck mal da oben, da gehen die Flieger. Man sieht, dass man in der Frankfurt ist. Ja, das hat mir irgendwie die Laune ganz zersägt. Und dann ging auch direkt der Regen los, aber die ganze Kausalität, der Mann von Stiel, der ist eigentlich an der ganzen Misere schuld. Aber an dieser Stelle möchte ich euch einmal die Kausalität grafisch darstellen. Wäre dieses Fahrzeug nicht auf den Parkplatz gefahren, hätte ich mich nicht genötigt gefühlt, einen anderen Platz für die B-Roll-Aufnahmen mit der Hover X1 zu drehen. Hätte ich die andere Stelle mit der Hover X1 nicht ausgesucht, hätte ich keinen Flyaway mit der Hover X1 gehabt und die Drohne wäre jetzt nicht weg gewesen. Hätte ich dann nicht eine Stunde gebraucht bzw. versucht sie zu suchen, wäre ich eine Stunde eher losgekommen und ich hätte nicht eine kilometerlange Fahrt im Regen verbracht. Ich denke, das ist doch klar, oder? Ich wollte euch eine kurze Zwischenmeldung geben. Laune ist eigentlich beschissen, seien wir ehrlich. Ich habe mich so auf diesen Trip, auf dieses Abenteuer gefreut. Ja, war 40 Meter, ist die Autobahn durch, die ist auch nicht frei. Wo 120 ist, wird 80 gefahren. Ich bin halt klamm überall. Regenkombi hat gröbst abgehalten, aber man muss so aufpassen, man sieht zu wenig. Und ja. Aber bisher hat die Insta 360 einen guten Job gemacht. Man muss ja mal ein bisschen positiv denken. Ne? Ich melde mich gleich nochmal. Spätestens zu Hause. Freunde, Moped-Freunde, Freunde der leichten Unterhaltung, Freunde der Mikroabenteuer. Ich bin ja relativ platt zurück in Remscheid und was wollte dieses Format jetzt eigentlich von euch? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich euch einen Tipp geben kann, machen. Nicht versuchen, nicht wollen, machen. Das war jetzt eine irre Geschichte.
was habe ich auf der Habenseite? Eigentlich einen geilen Tag. Zum Ende hin wurde es versöhnlich, kam noch mal ein bisschen besseres Wetter rauf. Ich bin nur ungefähr 75% der Strecke im Regen gefahren. Nachher der Sonnenaufgang, Untergang, der hat wieder so ein bisschen versöhnt für mich. Was habe ich denn alles auf der Habenseite? Ich habe ein tolles neues Zweirad, wie ich finde, das fährt sich gut. Ich hatte schon mal den Vorgänger von 4 Jahre älter, deswegen weiß ich, was mich erwartet. So eine Vernunftsgeschichte, aber bei das Ding mache ich nochmal ein separates Review, versprochen. Was habe ich noch auf der Habenseite? Ich habe wieder mal Zeit mit dem Padawan verbracht. Wir haben viele Politik im Auto gemacht. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich trage zufälligerweise korrespondierende Kleidung. Schwarz-blau, schwarz-blau. Die blauen Akzente, weiß ich nicht, hat man vielleicht eher gesehen. Das ist auch toll, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Ich konnte die Insta X4 testen. Und erster Eindruck, zumindest was Handhabung angeht und Verbauoptionen, auch Daumen nach oben. Was hier habe ich auf der Nicht-Haben-Seite, ja, oder auf der Minus-Seite? Eine Drohne weniger. Das leckt mich am Arsch. Ey. Und da waren geile Aufnahmen drauf. Das ist so ärgerlich. Aber was willst du machen? Naja, ich sag mal, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja, und natürlich der ganze Roadtrip, das, was ich mir so erhofft habe. Ich fahre dann schön durch den Schwarzwald, mache ein paar geile Aufnahmen, kehre dann irgendwann in so eine ganz kleine, schnuckelige Pension ein, gehe abends dann noch im Ort was essen. Ja, da hat das schlechte Wetter und die schlechte Laune mir dann einen Strich durch Rechnung gemacht. Aber heute ist ja nicht alle Tage. Es klappt nicht immer so, wie man möchte. Dennoch, steckt den Kopf nicht in den Sand, geht raus und erlebt Abenteuer. Ich werde das nächste Abenteuer jetzt erstmal in einer heißen Badewanne hinter mich bringen. Tschüss, bitte, Freunde.